Hallo, liebe Karlsruher, ich freue mich sehr, dass ich heute eine Videobotschaft senden darf. Es kommt hier ein herzlicher Gruß aus der Partnerschaft Halle. Wir wären gern zu euch gereist, um den Europatag gemeinsam auch zu feiern. Daraus ist leider nichts geworden, weil es wissen alle, wir möglicherweise sehr schwierige Zeiten haben und diese Zeiten leider noch nicht überstanden sind. Die Corona-Krise ergreift uns und wir mussten hier in Halle beispielsweise die Händelfestspiele und das Laternenfest absagen. Liebe Karlsruherinnen, liebe Karlsruher, das Virus zeigt, wie ja, fragil unser vernetztes Leben eigentlich ist und dass wir nun mit geschlossenen Grenzen uns an eine Zeit erinnern, von der wir glauben, dass wir sie überwunden hätten, zeigt momentan die aktuelle praktische Politik. Die Grenzen sind geschlossen worden, um eine Pandemie abzuwenden. Es zeigt, wie wichtig es ist, große Errungenschaften, die wir in Europa erzielt haben, hier auch nach außen immer wieder auch deutlich zu machen. Klar ist, dass wir hier eine Situation haben, in der eine Welle der Hilfsbereitschaft durch unsere Städte geht, durch beide Städte. Sie haben, und das, so habe ich es mir auch berichten lassen, ähnliche Erfahrungen gemacht. Es gibt unheimlich starke Unterstützung von vielen Menschen in unseren Städten. Und deshalb ist es eben wichtig, dass wir uns auf die nächsten Besuche freuen und auf unsere Freunde in Karlsruhe, auch hier zum Laternenfest. In der Zeit, in der wir glücklich an der Saale gesessen haben und gemeinsam gefeiert haben. Daran erinnere ich mich sehr, sehr gern und ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich wünsche Ihnen für diesen Tag, für den Europatag alles Gute. Die allerbesten Grüße aus Halle, bleiben Sie gesund und ich freue mich riesig auf ein neues Wiedersehen. Vielen Dank.